Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist Zeit zu öffnen. Es ist Zeit, die Biergärten zu öffnen. Es ist Zeit, die Geschäfte zu öffnen. Es ist Zeit, die Schulen zu öffnen. Und es ist Zeit, die Reisegebiete zu öffnen. Denn viele Bürger wünschen sich genau das. Viele Bürger wollen das. Die Menschen wollen arbeiten, die wollen Spaß haben. Die Menschen wollen schlichtweg wieder leben. Also, Herr Laschet und Herr Laumann, machen Sie sich am Montag dafür stark, dass wir in NRW vorangehen und alles wieder öffnen. Und dafür gibt es auch gute Gründe. Die Pflegeheime sind durchgeimpft. Herr Laumann spricht selbst von einer Herdenimmunität. Die Krankenhäuser sind nicht ausgelastet und die Inzidenzzahlen sind unter 100. Und wer aktuell durch einen positiven Test auffällt, ist immer häufiger symptomlos. Aber gehen wir es der Reihe nach durch. Erstens fangen wir mit den Pflegeheimen an. Fast 50% der Covid-19-Verstorbenen waren Bewohner in stationären Einrichtungen. Verschuldet auch durch die Regierung, denn lange fehlte es nicht nur an der Impfung, sondern auch an dem notwendigen Schutzmaterial. Das Pflegepersonal hat im Herbst nicht mal jeden Tag eine neue Maske bekommen und sie mussten sie abends zum Teil zum Trocknen aufhängen. Fast 50% der Verstorbenen in stationären Einrichtungen. Fast 96% der Verstorbenen sind über 60 Jahre gewesen. Das sind die Zahlen aus dem Lagebericht des Gesundheitsministeriums, Lagebericht Nr. 259, Ihr Lagebericht, Herr Laumann. Fast 96%, 95,7%. Und Herr Laumann, ich zitiere Sie. Wir haben Herdenimmunität in den Pflegeheimen erreicht. Das ist Ihr Zitat, Herr Laumann. Und im Dezember hatten wir fast 5.300 infizierte Bewohner in den Heimen. Das war eine bedrohliche Situation. Gestern waren es noch etwas mehr als 200. 200 statt 5.300, das sind nicht mal mehr 5%. Und das Infektionsgeschehen ist damit in den Pflegeheimen zum Glück endlich im Griff. Kommen wir zum zweiten Punkt, zu den Krankenhäusern. Wir haben in den Krankenhäusern knapp 5.400 Beatmungsplätze, 5.400. Und nicht mal 400 Patienten werden aktuell mit einer Covid-19-Erkrankung beatmet. Das heißt, etwa 7% der Beatmungsplätze werden aktuell für Covid-19-Patienten benötigt. 7%. Da kann man wahrlich nicht von einer Überlastung der Krankenhäuser sprechen. Und drittens zur Inzidenzzahl. Getestet wird inzwischen mehr oder weniger beliebig. Jeder Bürger darf einmal ran, auch jeder Schüler, Fahrschüler oder auch in einer normalen Schule. Und so findet man immer mehr Menschen, die zwar einen positiven Test haben, aber symptomlos sind. Doch ist eigentlich jetzt die Welt mit immer mehr positiv Getesteten auch ansteckender geworden? Machen wir doch ein Beispiel. Sie haben ein kleines Fischerdorf im Mittelmeer. Und dort fahren die Bewohner des Dorfes jeden Tag mit zwei Fischerbooten raus und fangen Fische. Jetzt kommen die Bewohner auf die Idee, sich zwei zusätzliche Boote anzuschaffen. Das heißt, am nächsten Tag fahren sie mit vier statt mit zwei Booten raus und man fängt etwa doppelt so viele Fische. Die Frage jetzt an Sie: Gibt es jetzt von heute auf morgen doppelt so viele Fische im Mittelmeer? Ja. Und so ist das mit der Inzidenzzahl, Herr Kollege, auch. Im April letzten Jahres wurden etwa 400.000 Menschen pro Woche getestet. 400.000. Und die Inzidenz lag bei 45. Jetzt werden jede Woche dreimal so viele Menschen getestet. 1,2 Millionen Menschen. 1,2 Millionen, nicht 400.000. Da braucht man sich doch nicht zu wundern, dass man mehr Treffer bekommt. Und übrigens ist auch die Testung in den letzten Wochen erhöht worden. Vor 4 Wochen waren es 190.000, die weniger getestet wurden. Jetzt hat man mehr Tests durchgeführt und wundert sich doch tatsächlich, dass die Inzidenzzahl steigt. Wir haben aber jetzt nicht mehr Erkrankte nur dadurch, dass wir mehr getestet haben. Wir haben nur mehr positiv getestete Personen. Wir sind also mit mehr Fischerbooten rausgefahren. Dreimal so viel getestet, doch der Inzidenzwert ist nicht dreimal so hoch. Und darf man auch die Zahlen aus dem letzten April überhaupt mit dem jetzigen März vergleichen? Letzter April, wo keiner geimpft war und jetzt ein März mit einer Herdenimmunität in den Pflegeheimen. Nein, der direkte Vergleich wäre nicht seriös, der wäre sogar naiv. Denn nochmals, wir haben geimpfte Pflegeheime. Zweitens, wir haben eine Entspannung in den Krankenhäusern. Und drittens,
Wir führen lediglich hohe Inzidenzzahlen durch Massentests herbei. Und diese Datenlage erkennen auch viele Bürger inzwischen. Täglich bekommen wir alle E-Mails und Schreiben von Bürgern. Mit vielen von diesen Menschen telefoniere ich auch. Und die Aussagen der Bürger sind klar. Macht auf, macht um Himmels Willen auf, ob mit oder ohne Hygieneauflagen, aber macht auf. Die Menschen sind verzweifelt, wütend oder auch ängstlich. Die haben Angst, dass die Regierung ihnen die Bürgerrechte noch über weitere Monate wegnehmen wird. Darunter ein Industriekaufmann, der sich vor Jahren selbstständig gemacht hat. Der Mann wartet immer noch übrigens auf seine Novemberhilfe. Und mit ihm warten weitere Tausende auf ihre Novemberhilfe. Und er schreibt, ich zitiere, ich habe immer brav meine Gewerbesteuer gezahlt, immer fleißig und korrekt gehandelt. Was man mir jetzt entgegenbringt, ist ein Schlag ins Gesicht. Meine Geduld und meine Reserven sind aufgebraucht. Nun muss ich an meine private Altersversorgung. Das Vertrauen in unsere Regierung habe ich schon längst verloren. Nun ist bald Ostern und ich muss schauen, wie ich etwas Schönes für meinen Sohn besorge. Selbst einen kleinen Ausflug darf man ja nicht machen. Selbst einen kleinen Ausflug darf man ja nicht machen. So einer der vielen Bürger, die uns anschreiben. Bürger, die sich ihr Leben aufgebaut haben, die jahrelang gearbeitet haben, die sich wieder ein normales Leben wünschen, statt ein Dahinvegetieren in einer Dauerangstschleife. Andere sprechen uns an, weil sie was ganz Banales möchten. Die einen wollen einfach nur mal wieder Tennis spielen dürfen. Die anderen möchten reisen. Und wie stark gerade die Sehnsucht der Menschen für Urlaub ist, sehen wir doch jetzt an Mallorca. Die Flugzeuge waren innerhalb von Minuten ausgebucht. Und wie hungrig die Kinder nach Abwechslung sind, sieht man, wenn man mal versucht, ein Ticket für den Zoo zu ergattern. Versuchen Sie das mal. Für das Wochenende sind beispielsweise alle Termine im Zoom bereits seit Tagen ausgebucht. Urlaubsreisen, Zoos, Sport oder auch eine Kirmes. Eine Kirmes, ein Volksfest, ist das beste Antidepressiva, was Sie kriegen können, sagen die Schausteller. Aber auch das will Herr Laumann nicht. Er will es verbieten. Denn Herr Laumann, der Lebemann, hat ja seine Erfahrung von Schützenfesten. Da braucht man keine Experten. Doch ein Schausteller sieht das anders. Ein Mann, der im letzten Jahr unter Hygieneauflagen diese Feste organisiert hat, Herr Laumann. Sprechen Sie mal mit diesem Mann. Doch diese Menschen trauen Sie nicht, Herr Laumann. Sie trauen den Schaustellern nicht, sie trauen den Gastwirten nicht, sie trauen den Hoteliers nicht, sie trauen nicht den Betreibern von Fitnessstudios. Und das, obwohl all diese Menschen im letzten Jahr Hygienekonzepte entwickelt haben, sich an die Regeln gehalten haben. Doch Sie, Herr Laumann, Sie, Herr Laschet, Sie als Regierung trauen unseren Bürgern nicht. So weit ist es schon gekommen. Denn Sie machen nicht auf. Sie misstrauen unseren Bürgern und ziehen stattdessen eine neue Begründung nach der anderen aus dem Hut. Erst waren es die fehlenden Impfungen, dann waren es die bösen Mutanten aus Südafrika oder aus England. Jetzt wird es wohl die böse Mutante aus Frankreich sein. Aber wer in Biologie aufgepasst hat, weiß, dass Viren ständig mutieren. Das ist deren besondere Eigenschaft. Also hören Sie auf, immer wieder neue Scheinargumente zu finden und zu erfinden und fangen Sie eigentlich an, den Bürgern ihre Grundrechte zurückzugeben. Das Recht auf freie Berufsausbildung, Übung, das Recht auf freie Reisen, das Recht selbst entscheiden zu können, wann und wo und mit wem man Geschäfte macht und wo man Produkte kauft. Also nicht nur bei Amazon oder bei eBay. Und die Bürger gehen dafür jede Woche auf die Straße. Mal sind es die Inhaber der Reisebüros, mal die Kosmetikerin oder die Schausteller. Und wir gehen zu den Menschen, wir hören uns die Sorgen dieser Menschen an. Und wir werden nicht eher still sein, bis alle Bürger in Deutschland ihre Rechte zurückbekommen haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lohse.